James Camerons Avatar, ein echter Kinoblockbuster, der in Hollywood die Kassen klingeln lässt. Doch wie sieht es mit dem dazugehörigen Spiel aus? Viele Gamer dürften aus Erfahrung erstmal skeptisch sein, doch das völlig zu Unrecht, denn das Spiel ist eine echte Überraschung und das nicht nur wegen der packenden Story. Tauchen wir nun aber erstmal ab auf den Planeten Pandora, denn hier steigt die Party. Pandora ist so einzigartig wie faszinierend, eine Welt, die von euch im Spiel entdeckt werden muss und dabei trefft ihr auf unglaubliche Kreaturen. Mit dabei sind natürlich auch die Na'vi, die Ureinwohner mit ihren riesigen Flugwesen. Die Welt von Avatar bietet euch eine dichte Atmosphäre und eine wunderbare Detailverliebtheit. Übrigens kann man in der manchmal fast märchenhaften Welt von Avatar auch nachts spielen. Biolumineszierende Pflanzen sorgen hier dann für noch mehr Atmosphäre und reißen den Spieler so immer tiefer in die Welt von Avatar. Doch was genau passiert eigentlich von der Story her? Das Spiel basiert natürlich auf James Camerons Avatar. Der Film kommt ja auch jetzt am 17. Dezember in die Kinos. Was wir machen, ist den Spieler direkt in die Mitte des Konflikts zu schicken. Ein Konflikt, der sich auf dem Planeten Pandora abspielt, 4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Was genau passiert da? Da haben wir einmal die RDA, die Resource and Development Administration. Die kümmern sich darum, Ressourcen abzubauen. Ressourcen, die auf der Erde gebraucht werden. Um auf der Erde zu überleben, brauchen wir nämlich Unobtainium. Das ist eine Art Superöl, was das verbrauchte Öl auf der Erde ersetzen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Na'vi. Sie sind die Ureinwohner des Planeten. Bei ihnen geht es um Synergien, wenn man so will. Sie leben nach dem Motto, was du dem Planeten gibst, bekommst du auch zurück. Es geht also um ein Gleichgewicht mit der Natur und die RDA zerstört das natürlich. Die RDA will die Kontrolle über den Planeten, um ihn auszubeuten, egal ob die Na'vi dabei draufgehen. In dieses Geschehen schmeißen wir den Spieler rein. Ein junger Soldat, ein Rookie auf Pandora. And the player will come on as a young soldier, rookie coming to Pandora. Nach diesem kurzen Überblick starten wir nun die Xbox 360-Version von Avatar. Nach einer kurzen Einführung gibt es für uns auf der Seite der RDA direkt Action. Die Verteidigung der Basis steht auf dem Plan, denn die wird von wilden Kreaturen angegriffen. Danach müssen wir noch einem Späher aus der Patsche helfen, der festgenagelt worden ist. Haben wir das geschafft, gibt es auch die ersten Erfahrungspunkte. Im Ernst? Oh Mann, Sie sind meine Rettung. Sie müssen ein paar Meilen nach Nordosten gehen. Da ist es. Wie ihr seht, sammelt man im Laufe des Spiels Erfahrungspunkte. Dadurch werden dann neue Fertigkeiten, bessere Rüstungen und natürlich mehr Waffen freigeschaltet. Standardmäßig könnt ihr immer 4 Waffen ausrüsten, zum Beispiel die Pump Action, Maschinenpistole, das Sturmgewehr und 2 Handfeuerwaffen. Im weiteren Verlauf könnt ihr natürlich immer mehr Spielzeug freischalten, wie zum Beispiel diesen Flammenwerfer hier. Auch bei dem Punkt Munition erlebt man als Spieler keine Spaßbremse, denn auf dem kompletten Planeten sind kleine Munitionsdepots. Hier kann man immer wieder auftanken. Frisch aufgetankt sind übrigens auch die verschiedenen Fahrzeuge im Spiel, wie zum Beispiel dieser Jeep hier, dieses Boot, der Helikopter, das Raketenfahrzeug oder zum Beispiel diesen M-Suit. Ausreichend Vehikel gibt es also, aber Pandora ist groß, verdammt groß. Darum gibt es eine weitere Möglichkeit zu reisen, nämlich mit einer Teleportstation. Hier können wir uns ganz bequem ein Reiseziel raussuchen und uns dann hinbeamen lassen. Mit Hilfe modernster Technik können wir uns übrigens auch in einen Na'vi verwandeln. Die Na'vi sind die Ureinwohner des Planeten und werden von der RDA bekämpft. Irgendwann steht man dann auch an einem Scheidepunkt im Spiel und man muss sich für eine Seite entscheiden. Entweder man bekämpft die Na'vi und spielt weiter auf der Seite der RDA. Hören Sie zu, Ryder. Wir sind 2 Avatare. Wir können diese Truppen besiegen. Oder wir kämpfen gegen die RDA und schlagen uns auf die Seite der Na'vi. Los, los! Es ist noch nicht vorbei!
Rider, noch lange nicht. Auf der Seite der Navi zu spielen bedeutet zwar, in einen übergroßen, kräftigen Körper zu stecken, aber die Kämpfe werden dadurch nicht gerade leichter. Das liegt daran, dass wir nun entweder mit Pfeil und Bogen kämpfen oder mit einer Nahkampfwaffe. Man kann sich während des Kampfes zwar immer mal wieder heilen, aber in Rambo-Manier kommt man hier nicht weiter. Auf der Seite der Navi kämpft man entweder überlegt oder es wird ein ziemlich kurzer Kampf. Nicht zu vergessen ist auch, dass auch die Navi verschiedene Transportmöglichkeiten haben. Die wohl schönste ist, durch die Luft zu fliegen, und dabei spürt man auch am besten, in einer anderen Welt zu sein. Wie ihr seht, gibt es also zwei verschiedene Fraktionen im Spiel. Doch wie muss man sich jetzt eigentlich den Multiplayer-Modus vorstellen? Wir haben nachgefragt. Das sind natürlich ideale Bedingungen für einen Multiplayer-Modus. Du hast zwei verschiedene Fraktionen, die sich beide völlig unterschiedlich spielen lassen und sich unterschiedlich bekämpfen. Wir wollten das natürlich online bringen, klar. Zu Beginn gibt es erstmal 10 verschiedene Maps und Spielmodi, die jeder kennt, zum Beispiel King of the Hill oder Team Deathmatch. Spielmodi, die in der Welt von Avatar, in der Welt von Pandora völlig anders sein werden. Man kennt die Regeln, aber es wird schon ein Unterschied zu spüren sein. Als Soldat spielt man eigentlich einen Third-Person-Shooter. Aber als Navi ist es fast schon ein Nahkampfspiel, weil man eben nah an die Gegner ran muss, um sie zu treffen. Es ist also eine völlig neue Dynamik. Zum Schluss wollen wir euch noch zwei besonders coole Fertigkeiten zeigen, die man erlernen kann. Wer zum Beispiel dem Kampfgetümmel entfliehen will oder einfach nur unerkannt an den Feinden vorbei will, der kann sich auf Knopfdruck unsichtbar machen. Natürlich nur für gewisse Zeit. Außerdem verfügt ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt über einen Luftangriff. Der muss sich zwar immer wieder aufladen, ist aber dafür ziemlich effektiv. Das neue Avatar überzeugt in meinen Augen auf ganzer Linie, besonders durch die coolen Fertigkeiten, die man erlernen kann, die Riesenauswahl an Waffen und durch besonders durchdachtes Gameplay. Wer jetzt selbst in die wunderbare Welt von Pandora abtauchen möchte, kann dies auf folgenden Systemen machen: Xbox 360, PlayStation 3, PC, Wii, Nintendo DS und PSP. Nicht vergessen solltet ihr auch den Film, der ab dem 17. Dezember in den deutschen Kinos läuft. Also dann viel Spaß!